Lenio presents Match of the Week. So, herzlich willkommen mal wieder bei einem LOL Replay. Mein Name ist Lenio und ich habe einmal einen Co-Kommentator dabei. Ja, Chakratos. Genau, kennt man schon. Des Weiteren haben wir einen eifrigen Datensammler und Zuschauer und auf Situationen aufmerksam Macher, wie auch immer. Genau, der den. Matze. Ja, Tim Boras. Und wir sehen ein LOL-Match, was ich vorher noch nicht angeguckt habe, was mir einfach der liebe Wannabe Monkey, der hier selber spielt, zugeschickt hat mit der Meinung, das war episch. Und da ich mal wieder Lust hatte, ein LOL-Match zu kommentieren und Chakratos gefragt hat und der dachte, klar, gerne, haben wir es einfach mal gemacht. Und was als erstes auffällt, ist die Teamkonstellation, die ein bisschen behindert und durcheinander ist. Also es gilt auf jeden Fall mal zu kritisieren, dass man Ramos in den Jungle steckt, wenn man einen Xin Zhao hat im Team. Also ich dachte mir gerade, ein Jungle Ramos? Nie gesehen. Also doch, Jungle Ramos kann sehr effektiv sein. Allerdings brauchst du dann eine andere Teamkonstellation, deswegen ist das ein bisschen kritisch. Also ich kann mich auch irren, das kann natürlich auch gut laufen, aber an sich ist ein Xin ein wesentlich effektiverer Jungler und ein wesentlich besserer Ganker. Das Einzige, was deswegen ein Ramos im Jungle effektiv sein kann, ist der Punkt, wenn man einen Gegenjungle hat, weil der den dann einfach kaputt macht. Ihr müsst euch überlegen, der rollt sich ein und ist sofort beim Gegner-Jungler. Und der kriegt den nicht tot, weil der so tanky ist. Deswegen ist Ramos ein wunderbarer Counterpick. So, ich bin jetzt in-game. Und wir sehen das alles aus der Perspektive. Ja, also jetzt von dem Ladenbildschirm weg, ne? Achso, ich bin schon bei 52 Sekunden. Was? Ich bin mir schon 1 Minute 5. Ich bin bei 10 Sekunden jetzt. Warte, ich schwung mal eben zurück. Nee, kann ich gar nicht. Gut. Ihr könnt auf Pause stellen, dann sage ich euch Bescheid, wenn ich bei Minute. Bei welcher Minute seid ihr? Ich bin 1,6. Dann wartet mal alle bei 1.30 auf mich, ja? So, English please finde ich schon mal schön. So, wir sehen ein Pantheon of our Botlane mit einem Xin Zhao. Auf jeden Fall interessant. Kombination, ist ein bisschen unkonventionell. Morgana in der Mitte ist Standard, perfekter Counterpick. Ein Rumble, der Jungle Protection macht. Und eine Menge Franzosen, die rumspannen. Chakratos? Ja? Wartet. Kneift sie deine Franzosensprüche? Wartet auf 1.30. Auf bei 1.30. Wartet bei 1.30. Ich bin gerade bei Minions Hairspawn. Dann habe ich auf Pause gedrückt. Ich sag euch, wenn ich bei 1.30 bin. Meinst du überhaupt? Ich zähl dann auch rein, dann könnt ihr auf Play wieder drücken. Ja. So, momentan steht Ramos hier, wartet, zeigt sich öffentlich und der Rumble im Hintergrund einfach sehr schön. Wobei hier schon die Luzi abgeht. Rennington hat schon Arsch einen auf Lanze bekommen von Wannabe und Xin. Auf jeden Fall eine gute Kombination, würde ich mal behaupten, auf Lane gegen die beiden. Auch wenn es Nahkämpfer sind, die halten viel aus und machen viel Schaden. Und ein Kog'Maw ist da sehr anfällig. So, ich bin jetzt bei 1.40. Tut mir leid. Ja, kein Problem. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sind wir jetzt wieder synchron? Ja. Du hast eben 30 gesagt, nicht 50. Ich weiß. So. Egal, passt schon. So, jetzt wird da gerade der Blue angesetzt. Man sieht sehr schön. Ja, genau. Ja, der Rumble tankt den extrem lange und hart an. Ja, dass er nicht zurückgeht, wundert mich gerade. Mhm. Ah, jetzt geht er zurück. So, Rumble geht auf Elaine. Mit 400 Leben. Komischerweise die Lebensleiste von Rumble, Cho, Riven. Ja, da musst du draufklicken, das passt schon. Das passt. Du musst dir nur überlegen, du siehst immer nur die, wo Pantheon gerade rumeimert. Weil das ist der Spieler, der das aufgenommen ist. So. So, dann haben wir einen Cho'Gath. Aber ist gut, dass du solche Fragen stellst, weil vielleicht stellen die Zuschauer ja sicher solche Fragen. Du bist ja quasi nur so ein Neuling und ein Zuschauer da. Deswegen ist es ganz gut, dass du dabei bist. Cho'Gath und Riven auf jeden Fall auf der Lane ist sehr arschig für Rumble, aber Rumble ist ein Top-Solo-Laner. Allein schon wegen des Flammenwerfers. Und in der Mitte, da geben sich die beiden Morganas gerade auf die Fresse. Gibt's da jetzt das First Blood? Und da gibt's das First Blood. Oh, unten. Oder? Ja. Und? Ja, der Wannabe könnt ihn noch kriegen, kriegt er ihn noch? Ja, das war die Dreierkombination. Au, gut. Zwei für ein. Oh, schöner Tausch.
Ich würde sagen, wenn sich der Pantheon jetzt nicht ganz dumm anstellt, würde er so theoretisch den Renekton kriegen. Der Renekton hielt sich viel zu hart. Das kann er nicht bringen. Das, wenn Wannabes jetzt 6 wäre und seine Ulti einmachen würde, dann wäre er weg. Aber da er das nicht ist, ist es kritisch. Ramos kriegt Probleme im Jungle, aber er schafft es wohl noch, denke ich. Aber sonderlich, er ist weder besonders schnell noch besonders stabil für einen Ramos. Also ich weiß nicht, was der für Runen drin hat, aber er hat kaum Rüstung und kaum Resi, was er auch nicht braucht als Ramos. Oh, aber, der Pantheon kriegt auf die Fresse. Ja, ich sehe es. Also die Gegner-Kombi ist sehr scheiße zu spielen. Also Renekton und Kog'Maw sind sehr nervtötend. Aber eigentlich ist die Kombination, die beiden Grünen haben, also Pante und Xin, wesentlich abartiger. Das ist eigentlich sehr... Ja, sehr, wenn sie rankommen. Oh, jetzt geht Xin ran. Sie kommen ran, weil beide... Hä? Wo geht Xin ran? Mhm. Ich bin mal 4 Minuten 17. Ja, ich auch. 17? Ey, es sind ja schon viele... Ist sie vorspulten? So, jetzt sind wir ungefähr gleich. 4-2. Ich war 1-20. Oh, oh, 1-20? Oh, der Renekton? 4-20, meine ich. Jetzt bin ich bei 4-27. Oh, Renekton kommt da gerade noch raus. Wir sind jetzt bei 4-35. Gut, da muss ich schon ein bisschen vorspulen. Morgana gegen Morgana. So. Nee, der Kampf unten ist wesentlich interessanter. Kog'Maw... 1-40. Wehrt sich exakt... Wehrt jetzt nicht sehr schön, muss man sagen. In der Mitte schenken sie sich natürlich auch nichts. Wobei verschiedene Builds klar werden. Die gegnerische Morgana baut eher auf Flat-AP. Was man leider hier nicht einsehen kann. Die einen AP, die stimmen nicht. Das ist die ein Anzeigefehler. Ich dachte es mir gerade. Die wird wesentlich mehr AP insgesamt haben als die gegnerische. Die gegnerische es wurde aber nicht aktualisiert. Wobei die grüne Morgana, also Ragnarok, die weniger AP hat als Champignon. Oder wie auch immer. weiß man nicht. Ja, nein, sie wird weniger AP haben, weil sie hat einen Doran Zwing weniger und die werden beide Flat AP haben. Und aber dafür hat Ragnarok AP Runen. Ja, die werden aber beide AP haben. Beide, denke ich. Wenn du 2 Flat AP kaufst, also 2-mal Orans Ring, dann bist du auch darauf aus. Oben geht gerade was ab. Odexin. Ich sehe gleich einen toten. Oben Rumble rockt. Chugat kommt aber raus. Weiß nicht. Oh, Ramos. Oh. Ramos. Ja, Roller, Ramos. Aber Ramos stirbt dabei noch. Der war zu gierig. Ja, jetzt schon. Das Problem bei denen oben ist, der Riven kann einem Rumble, der in guter Form ist, nichts entgegensetzen. Wenn der jetzt Druck machen würde, würde der sie bis zum Turm wegdrücken und den Turm machen, aber macht er nicht. Weiß nicht, in der Mitte ist immer noch... In der Mitte würde ich immer noch sagen, kurz erklären zu dem Item-Build, so wie ich das verstehe. Oh, jetzt haben sie sich. Würde ich sagen, die grüne Morgane von Team Grün, also Ragnarok baut weniger Flat AP als Rot, damit sie agiler sein kann, damit sie eventuell, wenn sie gecaged ist, auch noch rauskommt. Was ein bisschen cleverer ist, meiner Meinung nach, als das die Rote macht. Außerdem brauchst du ein bisschen Beweglichkeit, wenn du einen Jungler dabei hast, weil du dein Stellungsspiel schnell verschieben musst. Deswegen, wenn der Ramos nur mal angenommen, der Ramos würde jetzt... Ich merke mal unten. Da? Unten. Da wird jetzt... Ah, jetzt wird der Kog'Maw gerade versucht zu holen. Oh, der wird geholt. Oh, der Pantheon kriegt den. Ja, und jetzt, der Wannabe. Oh, das war schlecht von Wannabe. Da hätte er schneller rausgemusst. Er hätte einmal rauf und gleich weg. Aber er hat nochmal... Am Turm hat er noch 3 Schläge auf Renekton gesetzt. Und das war der Kapitalfehler. Ansonsten wären beide und rausgekommen. Jetzt und jetzt kriegt Renekton... da ist der Xin. Renekton kriegt beide. Renekton... Oh, was macht er? Er geht in Tower Range. Warum geht er in Tower Range? Ist der dumm? Das war richtig... Oh. Ganz schlechtes Spiel von Renekton. Epic Fail. Epicness. Ganz großer Fail war das von Renekton. Ganz groß. Ich meine, er hätte ihn vom Turm weg kriegen können. Er hat sich drauf eingelassen, auf 1 gegen 1 vom Turm weg, aber er ist trotzdem in die Tower Range reinmarschiert. Und der Turm frisst. Wir haben leider kein Ahnung, wie viel. Aber ich könnte mir vorstellen, schon viel. Man sieht auf jeden Fall unkonventionelle Item-Beats. Also ein Chugat mit Philosopher's Stone ist auf jeden Fall selten. Und ein Rumble, der nur Stiefel und Pots hat, ist auch irgendwie ein Stück weit. Ja seltsam. Gut, die Items werden nicht immer aktualisiert. Oh, die Morgana hat gerockt. Die Morgana, mit den Laufstiefeln, das hat sich doch bewährt, weil man einfach, beide haben einen Skillshot und wenn man Schuhe hat, kann man den leichter ausweichen. Das war der Gedankengang, denke ich, warum sie gleich auf Schuhe gegangen ist. So, unten sehen wir immer noch einen Pantheon, der übelst aggressiv spielt. Ja, aber er schafft es auch. Er schafft es auch, aber er macht immer noch ein, zwei Schritte zu viel.
Das ist das Problem bei den Initiierungen. Wenn sie drin sind, ist Pantheon immer ein paar Sekunden zu langsam. Dann müsste er immer ein bisschen früher raus. So. Ja, das ist das Problem Und mit Kog'Maths er Reichweite. lässt sich viel zu leicht von Kog'Maths treffen. Das ist auch sein Problem. Während die Morgana mittig sehr schön pusht und Oh, einen guten Farm. oben fängt jetzt wahrscheinlich gleich der Teamfight an, wie ich sehe. Dann haben wir Ja, bald eine Ramos Lücke. versucht ja. Aber Ramos versucht das zumindest. Ah, Also na, der ist wieder weg. was auffällt, ist, dass die gegnerische Morgana einen erheblich besseren Farmer hat als die eigene. 28 zu 37. Und Xin unten, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wie haben sie den denn Oh. bekommen? So, Ich würde sagen, zum Beispiel über Timboras. Du bist ja jetzt oh, Mitte, wenn ich anmerken unser darf. Statistiker, musst du jetzt. Ja. Guck dir immer mal den Farm an und die Kills und die Item-Builds und sowas. Und wenn dir was auffällt, zum Beispiel besonders guter Farm, dann erwähne das einfach mal. So, Rumble geht direkt weg, obwohl beide am Pushen sind? Okay, bricht ab. Okay. Mir fällt Ah, auf, dass Ramos geht jetzt nach oben ganken, so also wie es laut meiner anscheinend. Leiste hat der Renekton nur drei Last Hits mit den Minions, was ich persönlich wirklich recht arm finde. Drei? Aber er geht auf, ja, vier Last Hits, Fünf. fünf Last Hits Oh, hat da er war er jetzt. weg. Und jetzt kriegt die Morgana, die eh den besseren Farm hat, die Charpignon, oder wie auch immer sie jetzt heißt. Ich starte mal vielleicht nach oben. Schafft die Mitte jetzt wegzupushen. Ich finde die persönlich, dass Ragnarok Und da gankt Ramos oben, das besser ist schön. spielt, aber schlechter farmt, ja. Oh, Ramos geht auf Riven. Riven initiiert Ah. gegen zwei, das war sehr unbedacht von ihr. Ja, leider hat sich weggeflasht. Aber der Flash ist raus, wie man so schön sagt. Ja. Das ist immer schön. Das kann sich im Teamfight. Oh Gott, das ist jetzt ekelerregend für Morgana. Und jetzt Oh, hat ein Ramos einen schöner Blitz. Flash! Richtig schöner Flash! Ein hervorragender Flash war das. Von Morgana. Genau dran vorbei. Genau vorbei an der Attacke von Cho'Gath. Ansonsten wäre sie dran gewesen. Da wäre Ramos viel zu spät gekommen. Was ich mich aber persönlich frage, warum baut sich der Renekton Mercury Boots, wenn Xin und Panther AD sind? Das wäre doch vorteilhafter, oder nicht? Aber das Es macht gibt ja keine, auch, es gibt, es, du musst dir immer noch überlegen, ich zeig das mal gleich, wenn er wieder aus dem Gebüsch kommt. Hier, welche Schuhe bringen dir denn wirklich was? Du musst dir immer noch überlegen, es gibt ihnen Zähigkeit. Und die Zähigkeit ist gegen die beiden, glaube ich, ganz gut. Und vor allen Dingen gegen Morgana, die von unten nach unten kommen könnte. Und, oder so ein Pantheon Himmelssturz. Jumping In. Ja. Sieht schön aus und da ist einer Schön. Boot, super. Das war von Da Kog'Maw jumpt sehr. der Und Panther. jetzt, Ch Aber das ist Xin ihn geht tot. zu aggro, Xin viel zu aggressiv. Ah, da ist er Und tot. jetzt ist Pantheon wieder der Angearschte, weil wieder einer von beiden zu viele Schritte macht. Aber er weicht hervorragend aus, muss man mal kurz anmerken. Das war Oh, da sehr kommt gut. der Joe. Ja, Das ist Chu, schlecht, da. wir sind bei Der 11, hat ist immer eine schlecht getimt 11-10. von dem Joe. 11-10 sind wir. 11-14? 11-14. Ja. Ich glaube, du bist ein bisschen vom hinterherhängend. Ja, ist nicht so schlimm, finde ich. Kann man nicht perfekt machen. Aber Jo. ist trotzdem sehr schön anzusehen. Ja, es ist ein Hin und Her, wie man schön sagt. Es ist ein sehr ausgeglichenes Match. Die rote Partei hat einen erheblich besseren Gesamtfarm, muss man mal so sagen. Die Morgana vor allen Dingen, die farmt sich einen Ast und hat jetzt schon das Bild von Oh, der anderen Morgana. Mitte. Ja. Wird einer sterben? Wird einer sterben? Ja, es könnte gut angehen, weil Ah, ich glaube, jetzt haben unsere beide, Morgana wird sterben. jetzt haben beide die Magic Boots. Oh, das war clever, das war Oh, das richtig ist schön. clever. Das Schön war im ganz Tower. cleveres Spiel von Ja, mir. das war nice. Das war Da war sie tot. hervorragend, hervorragend war das. Oh, es war aber auch verdammt In knapp. Tower Range. Oh, nice. Oh, sie Und ist auch ein Franzose. Oben fängt der Rumble zum Pushen jetzt an. Unten sind sie jetzt zu dritt. Zu dritt werden sie es aber schwer haben zu halten, weil die Dreier-Kombi ziemlich hart pusht. Sag ich ganz ehrlich, das wird nicht klappen. Ramos farmt einfach nur, anstatt sich irgendwo einzumischen, was jetzt als Jungler extrem wichtig wäre. Und jetzt initiieren sie 2 gegen 3, das war ein Fehler von Xin. Da Oh, kann und da war es den Tod. Richtig, da kann Xin dann nicht mehr viel machen. Wenn er da initiiert, dann ist er tot. Davon muss er ausgehen. Und wenn er schon stirbt, muss er wenigstens einen mitnehmen, damit Pantheon das irgendwie halten kann. Aber jetzt erklärt sich auch, warum die gegnerische Morgana so schlecht ist, wenn man mal den Chat verfolgt. Also was ich nicht, was, ja, was ich, Franzose, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum sich Wannabe als Laner eine Riggles kauft. Wirklich? Hat er sich übrigens? Wirklich?
Es ist, Tatsache. solche Sachen würde ich von Timboras freuen, wenn er sich die Item-Builds angucken, den Farm und so und dazu was Ja, sagt. ich war bloß gerade bei dem Gedanken an den Rammus, wieso sich der Rammus Orakel gekauft hat und erst Level 6 ist, während alle anderen auf den Seitenlanes 8 bis 9 schon sind. Da bin ich gerade am Weil es nicht Hirnzermatern. aktualisiert wurde, denke ich mal. Nee, ich glaube, der ist Level 6, aber das kann man ganz leicht erklären. Entweder die Anzeige wird durch den Jungle nicht angezeigt, weil man ihn lange nicht sieht. Oder Er ist Ramos wirklich hat, scheiße. was hat er für einen Farm? Unten geht gerade die Lucy ab. 30, 30 Oh Farmeinsätze aus nice. Westen stand er 30, nein, weit der ist mit 6. Dreifachung. Der ist 6, der ist nicht 6, der ist nicht 6. Der ist 8 oder 9 oder sowas. Der hat fast so gleichen Farm wie Xin. Steht bei mir da, wie gesagt. Ja, 30. Der Kock. Wenn du 30 Lastets hast, bist du niemals Level 6, da bist du höher. So, Jetzt der unten Kog'Maw Kog'Maw macht halt jetzt zurück. ziemliche Aggro. Oh ja, da ist angesprungen. Und Oh, kriegst du, kriegst du, kriegst wenn du? sie jetzt initiiert hätten, hätten sie ihn gekriegt. Aber so stirbt Wannabe Ja, vermutlich noch. super. Wannabe stirbt noch. Nein, tut er Doch, nicht. So tut viel Schaden er. macht Kog'Maw nicht. Tut er. Oh, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Morgana von der Mitte weggeht und den einfach abfängt. Das wäre clever gewesen. Weil davon abzusehen ist es, dass er nicht direkt zurückläuft, weil er von der Tower Range weg will. Was, Rammus schon im Gebüsch und wartet nur, dass die Morgana einen Fehler macht? Jetzt haben sie unten den Push, den sie wollten. Jetzt sieht es schon nach einer eindeutigeren Lage aus. Mehr Kills plus mehr Tower Push für Da gegenüber kommt eines Ramos in die nicht ganz so Mitte. guten. Oh, das war ein schöner Initiierung. Oh Mann, von Ramos. Ramos hat hervorragend getauntet, aber es hat nicht gereicht. Man muss auch mal der gegnerischen Morgana zugutehalten, dass sie gerade 2 gegen 1 einen Tausch bekommen hat. Am Turm, das war schon ein ganz großes Kino gerade von ihr. So, Ich unten denke, geht dass sie. gerade auch die Lucy ab, muss man sagen. Also Rennek ist in seiner Ulti-Form. Weiß nicht, dass da ein Ward sitzt und fühlt sich deswegen öfter mal im Gebüsch sicher. Müsst ihr mal drauf achten. Es könnte ein taktischer Der Vorteil Rumble? für Grün sein. Nee, Oder? oben. Nee. Oben wird der Nee, Rumble. sah so aus, als wenn oben Rumble das Problem Nee, war. Rumble kriegt keine Probleme. Rumble macht einfach den Flammenwerfer an und man kriegt ihn nicht mehr. So, die wissen, dass Rammus da sitzt. Und das hat jetzt Rammus auch endlich irgendwann mal gecheckt. Der Rammus gefällt mir Der absolut nicht. Kog'Maw baut sich wahrscheinlich Leiden laut dem Item-Build. Eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich, wegen dem Extra-Damage mit Mana-Burn. Malay. So, der Cho'Gath baut sich ganz viele Gold-Items. Anscheinend hat er wohl gemerkt, dass er da oben gegen Rumble nicht den Farm kriegt. Wobei er 54 Lastits hat, genau wie Rumble. Was irgendwie deswegen ein bisschen kritisch ist. Das heißt, der Kog'Maw müsste jetzt ein gutes Gesamtbudget aufbauen. Ja, der kommt mal, der Cho'Gath, Entschuldigung. Pardon. So, in die Mitte. Ah, da hat sich Morgan auch ganz schnell weggeflasht. Oh, was? Oh, das wird ein Gank, das wird ein Gank. Oh, Pantheon, schöne Initiierung, der kriegt den Kog'Maw, er kriegt den Kog'Maw. Den Kog'Maw hat er. Ja, Schön, Wannabe, das war ein geil. sehr schöner Initiierung. Da hat er hervorragend antizipiert, was das Team will. Und da jumpt Und der, da da kommt jumpt der der. Xin, das ist eine richtig gute Aktion. Das könnte jetzt zum Kill führen. Und die Morgana kommt noch raus. Aber trotzdem 2 zu 0er Push. Richtig gut den Gegenpush eingeleitet. Dafür das einzige Problem ist der Rammus oben auf der Top-Lane. Da wird jetzt vielleicht ein Tower fallen und Kill vielleicht zustande kommen. Ich glaube, die gegnerische Morgana wird auch noch geholt. Ich glaube nicht. Die stellt sich recht clever an. Die ist sehr gut, die gegnerische. Das muss man Aber mal sagen. die hat jetzt schon mal den Flash geused. Das Der heißt, es nächste, könnte der echt sterben kritisch wird, der werden. nächste, der sterben wird, ist Rammus, wenn er weiter so macht. Aber jetzt kommt der Tower Dive. Morgana lässt sich drauf ein und kriegt den Ja, Kill. das dachte ich Ja, doch. Morgana Aber kriegt aber Wannabe noch den stirbt Kill, noch. ja. Wie gesagt, in jedem Fall, Morgana, wenn sie stirbt, holt sie immer noch einen mit. Müsst ihr mal drauf achten. Und Wannabe Das schreibt, worth war. it, also es war's wert. Würde ich glatt sagen, weil dadurch haben sie jetzt den lockeren und sicheren Tower-Push gehabt. Jetzt müssen die anderen beiden nur was draus machen und schnell flüchten, weil ansonsten sich die tatsächlichen Geldvorteile, die sich gerade ergeben haben, wieder relativieren. Oben entsteht gerade Oh, wieder Rumble, eine sehr Rumble gute oben. Action. Rumble Oh, mit Ulti. Oh, Rammus ist so schlecht. Muss man mal stehen lassen. Der ist richtig schlecht. Und Riven. No, Riven geht noch vorher kaputt. Das Ah, ist jetzt sieht man Rumble. oben schön die Balken. Das finde ich sehr schön. Und Das wo heißt, ist dass er? Wannabe oben mit der Kamera gerade war. Ja, Ihr könnt der immer ist auf jeden anhand Fall der oben mit der Balken könnt Kamera. ihr sehen, wo Wannabe gerade mit seiner Sicht war. Und jetzt, oh, Riven stirbt und sehr schön von dem Xin. Das war wieder sehr gut. Also der Xin ist wirklich zwischen Genie und Wahnsinn. So ein Suicide-Bomber. Ja, manchmal genial, manchmal überzieht er die Situation. Die Morgana ist recht intelligent, macht gute Aktionen. Die gegnerische ist hervorragend. Der Kog'Maw hat auch recht gutes Stehen. Also das sind keine richtig schlechten Spieler. Oben entsteht jetzt ein sehr schöner Oben, Teamfight. oben. Der Rumble gefällt Das mir wird ein auch 3 sehr gegen gut. Der 3. Rumble gefällt mir sehr gut von der Spielweise.
Unser Pantheon geht nach Und da oben. kommt Initiate 4 gegen 3, 4 gegen 3. Xin holt Und trotzdem da noch. Holt noch einen Kill Xin alleine. Holt Rennick. Und holt er ihn, holt er ihn. Und er schafft es nicht mehr. Nein. Das war knapp, das war wirklich knapp. Aber in der Zeit hat. Aber der Cho wird Tower gedived und. Hä? Der Cho, Rumble hat dich so gekrallt, in meinen Tower gedived. Das war schon vor 10 Sekunden ungefähr. Ja. So. Seid ihr schon weiter? Wo seid ihr denn? Wir sind bei 18:26. Mm. So, ja. Jetzt kriegen sie allerdings die Morgana. Die Morgana wird da nicht mehr rauskommen, außer sie mal. Oh, schlechter Herzuckerschlag von Wannabe, aber trotzdem noch gerettet. Er hat ihn. Gut gerettet. So, Wannabe macht noch ein bisschen Farm und pusht derweil. Jetzt pushen sie zu dritt gegen zwei. So, die Morgana muss derweil die Mitte halten. Eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Jo, aber die Morgana muss jetzt schnell in die Mitte kommen und am besten geht auch noch jemand runter. Das wäre clever. Rumble portet sich zurück, verstehe ich nicht ganz persönlich. Weil jetzt und wird jetzt die Wannabe nie brauchen, jetzt wird die Wannabe brauchen. Er bricht den Port ab. Jetzt portet ihr wieder zurück, weil die Situation nicht mehr akut ist, denke ich. Aber es wäre trotzdem intelligenter, da jetzt wegzugehen, weil jetzt kommen sie gleich in den Busch. Während sie in den Busch gehen, wird Riven in den Busch gehen. Riven geht in den Busch und oh, es hat gar noch gereicht. Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal ein bisschen schneller rede, aber ich bin da ein bisschen emotional mitgerissen. Weil es doch ein sehr schönes Match ist. Und jetzt, was macht Wannabe? Wannabe wird gegankt. Wird er dann noch rauskommen? Der erste Blitz ist raus, der Blitz ist raus. Wird er getowerdived? Nein, das haben sie nicht die Eier. Das hätten sie jetzt locker gemacht, zu viert gegen einen. Aber sie haben Angst, dass Ramos plus Morgana im Busch sitzen, weil sie die nicht sehen. Und Rumble ist ja auch noch auf dem Weg. Davon muss man auch ausgehen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so dumm gewesen in der Situation, war es allerdings die falsche Entscheidung. Rumble ist da, Tower. Morgana pusht Mitte derweil. So, dann haben wir, Nee, die kommen jetzt alle nach oben. Nee, jetzt die gegnerische Morgana pusht, was dumm ist. Ach so, nee, ich meine, jetzt kommen die alle nach unten, initiiert. Schöner Eröffnungsschlag. Oh, Wannabe, drei Gegner mit der Ulti. Hervorragend. So, jetzt haben wir... Sag Xin. Der Joe ist weg. So, bitte. Kriegen Sie den Kogma? Der Kogma ist weg. Ah, Kogma ist schon längst weg. Also, wenn du hinterherhängst, dann kümmern wir dich bitte um die Statistik. Ich würde dir empfehlen, unten rechts ist so ein Ding, wo du vorspulen ja, kannst. Ja, aber ich spule immer wieder fort, wo ihr seid. Ich bin jetzt bei 2012. Wir sind bei 2016. 2017, 18. Wir sind 3 Sekunden weiter als du. Das ist halt schon... Das Team gibt auf! Was zur Hölle? Hä? Das war ja mal ein kurzes Ding. Wahrscheinlich, weil der Pantheon schon zu feedet war. Und wirklich? Der Ach, weil wirklich? Das war kurz. Würde ich sagen, machen wir noch eins hinterher. Noch eins? Hast du noch eins? Auf jeden Fall. Dann bis gleich. Gerne. So, und damit wären wir dann beim zweiten Match des Tages, und zwar Dominion, meine Damen und Herren. Ich habe wieder einen anderen Kommentatoren dabei. Leider hat unsere erste Aufnahme von dem Match nicht funktioniert und die ist irgendwie absolut kaputt. Deswegen haben wir das gelassen und deswegen nehmen wir überhaupt Dominion. Sag mal was, Fred. Fred? Ja. Eigentlich solltest du was sagen, aber ist okay. Ja, ich weiß, den krieg ich normalerweise, aber der ist ja langweilig. Ja. Langweilig ist mein Stichwort. Hallo. Fred. So, und ihr seht gerade ein Clan-Match. Fred. Team FAC auf der Botlane. Also hier Fred. Unten mit Nocturne, Yi, Singed, MF und Temu. Gegen das Team Tao, meines Clanes. Und es ist aufgenommen aus der Perspektive von Mark, aka Psycho, PZKO. Der Lee Sin gespielt hat. Dabei sind Spezi-Hund, der Gangplank spielt, Evelyn, gespielt von Halo, und Chiller, der Garen spielt. So, die erste Herausforderung war, dass das untere Team einen Disconnect gleich am Anfang hatte mit Miss Fortune. Was sagst du denn grundsätzlich zu der Lane-Aufstellung? Heimer finde ich immer gut, weil dann vier Leute nach oben können, während Heimer halt unten die Lane hält. Und den Bunker rührt, ja. Teemo finde ich eine sehr gute Wahl, weil Teemo auf Dominion wirklich einfach nur hart pawnen kann, weil er ziemlich viele Chars wie zum Beispiel Yi oder Gangplank, der in den Nahkampf muss, einfach total rausnehmen kann mit seinem Blendball. So, und hier sieht man das Standardprozedere von Tao gleich. Ihr werdet merken, es wird euch vielleicht etwas auffallen gleich zu Beginn. Trololo. So, Heimer kauft hier am Anfang den Ring des Schürfers und springt ins Nichts. Bei mir... ist Spezi-Hund noch im Laden. Dann solltest du einmal Plus drücken. Na, hatte ich gerade eben getan. So, ich bin bei Minute, Sekunde 25. Das Team feiert gerade einen ab, dass Heimer ins Nichts springt. Ohne Momente. Und hier beginnt das große Action-Gelaber. Jetzt porten alle back. Die ganze Zeit. Trollolol. Bei 40 Sekunden bin ich jetzt.
sollte vielleicht den... Oh, Dito. Ja, alle porten back. Ich sehe es auch so. Sehr schön, ich bin in-game. So, ich bin bei einer Minute jetzt. Und Heimer setzt einen Turret, weil er es kann. So. Jetzt werden wir uns die Perspektiven gleich mal durchgehen. Spezi wird auf jeden Fall den Punkt einnehmen, wobei er, denke ich mal, als Gangplank gleich durchziehen wird. Ich denke eher, dass die Evelyn den Punkt nimmt. So, dann sieht man gleich Laufbuff. Wunderschön für Heimer-Dingerchen. Jo, Heimer, den unteren Punkt der Dinger geht runter. Gegen MF, interessant, aber das ist momentan noch nicht vordergründig interessant. Wir folgen erstmal der Evelyn. Die Evelyn nimmt den Punkt, die anderen drei stürmen weiter. Das wird ein hartes Aufeinandertreffen. Unten ist nur, also bei Rot ist unten nur einer. Top einer und oben, also ganz oben schon zwei. So, und jetzt ist der Cinch zurück, der ja einen Disconnect hatte. So, der Yi wird jetzt durch den Busch gejagt und der Yi ist down. Jetzt. Ja, da ist er down. Und währenddessen muss Lee Sin geblendet gegen Teemo kämpfen, was natürlich nicht so doll ist. Das hier ist eine ganz gute Idee. War eine ganz gute Idee, dass einer kämpft, Garen. Jetzt kommt aber die Gavelin und staubt ab. Evelyn und kommt, da kommt der Cinch, der ist der Cinch. Der Cinch geht rein. Währenddessen nimmt Lee Sin ein. Wir sehen hier diesen Verfolgungskampf. Cinch kann da natürlich wenig machen. Lee Sin hat das hervorragend genommen, den Punkt eingenommen. Hier sehen wir immer noch, jetzt wird der elementare Kampf, wenn der Cinch fällt, ist das eine Vormachtstellung. Das kann man schon von vornherein sein. Und der Nock kriegt noch den. Nock lebt noch. Und jetzt kommt der rote Gegenschlag. Evelyn, wenn sie es überlebt. Er ist exhausted. Und das war ein schöner Gegenschlag. Der Exhaust hat jeden den Rest gegeben eigentlich, weil die Evelyn jetzt rausgekommen ist. Und jetzt sind da drei in der Vormachtstellung und können sogar noch weiter pushen gegen die Demo. Der allerdings jetzt am Blendpfeil auf den Lüschen sitzt. Er flasht rein, geht zurück, lässt sich zurückfallen. Ich bin mal wieder 2,55. Unten kriegt der Heimer dabei Probleme, weil eine MF eigentlich sehr unfair war. Eigentlich war der Cinch, glaube ich, für die Botlane vorgesehen. Und dadurch, dass er einen Disconnect hatte, musste die MF runtergehen. MF ist natürlich gegen die Türme sehr einfach. Also die MF kann sehr einfach die Türme zerstören und damit Heimer eigentlich am Anfang aus dem Spiel nehmen. Deswegen verlagert sich das Spiel nach unten. Evelyn macht Backdooring, sehr fein. MF dreht jetzt auch gerade auf um. Jetzt kommt aber MF schafft es nicht ganz. Evelyn meinst du? Da kommt die Gangplank-Ulti, hervorragende Ulti. Gangplank ist jetzt bereit zum Abstorben. Und holt er ihn sich. Die MF kommt raus und der Yi macht jetzt Jagd auf den Gangplank. Das wird eine knappe Sache, aber der Yi muss sich zurückziehen und oben geht die Lucy ab und der Heimer wurde getötet. Nee, der Heimer lebt noch. Heimer wird von den Yi so. Hier, Lee Sin wurde getötet, wir haben leider Darkness drauf. So, Helo wird die Evelyn rauskommen. Wenn die Evelyn rauskommen, können sie den Punkt unten halten. Ansonsten wird Rot gegenpushen und einen Punkt mehr in die Vorwärtsstellung kommen. Jetzt kommt Spezi mit Gangplank. Wird er dann noch irgendwie ein bisschen Zeit machen? Ja, er legt sie ab. Wir sehen jetzt... Er wird es nicht halten können, nicht gegen den Blendpfeil von Teemo. Es ist unwahrscheinlich, aber er gibt ihn ein paar Sekunden. Der Nocturne lässt sich von dem Farm aufhalten. Teemo setzt ein paar Pilze, ist clever. Oben kommt die Re-Einnahme, nachdem der Garen getroffen hat. Da ist Gangplank tot, aber Lee Sin plus Heimer sind wieder auf dem Vormarsch. Werden sie den Nocturne vielleicht noch bekommen und weiter pushen können? Aber da ist schon Yi wieder. Nein, Yi wird sie aufhalten. Das Spiel ist an Spannung kaum zu überbieten. Top macht... Teemo macht Backdooring. Macht Teemo Backdooring. Wird Garen den Punkt umhalten? Das ist wesentlich interessanter. Der Garen trollt. Ja, der Garen, die MF, ist sehr vorsichtig. Die wartet noch auf ihren Zinsch. So, dann haben wir hier einen Teemo, der gleich stellen wird, der sie aber lange genug trollt und sehr lange aufhält. Muss man auch mal sagen, der Heimer pusht wieder auf dem Vormarsch gegen den Yi. Gegen den Yi wird er keine Probleme haben zu pushen, denke ich. Weil der Yi verschmissenes Potenzial ist da unten. So, jetzt sehen wir hier Cinch, wie er mit Miss Fortune pusht. Ich hoffe, die Perspektiven sind für euch in Ordnung, weil ich ein bisschen mit den Perspektiven spiele. Wir haben hier unten wieder... der Heimer... Oben ist Ärger. Heimer macht den Yi langsam kaputt, sieht man da unten sehr schön. Oben sieht man gerade dicke Action, Gangplank und die Sin holen zusammen da oben den Nocturne. Ja, und sie kommen alle raus, was hervorragend ist fürs Teamplay. Jetzt sieht man die Evelyn, wie sie gerade auf die Idee kam zu Backdoor, aber jetzt kommt ein Etemo. So, jetzt ist Rot wieder in einer Vormachtsposition und holt massiv wieder auf. Jetzt muss Grün extrem gut aufpassen. Wird Team Tau das schaffen? Man weiß es nicht. Also ja, sie haben einen Punkt, sie haben einen Punktevorsprung und sie werden unten den Punkt halten, wenn sie die Sie holen sich den Punkt für die Quest, das ist extrem wichtig. So, jetzt kommt Heimer dazu, die Ulti plus Gangplank, werden sie da oben die kriegen. Heimer hat seine Ulti geschmissen, sehr schöne Aktion, dadurch stirbt der Nocturne nämlich.
Und ja, der stirbt und tatsächlich und der Turret, der zweite Turret steht und Yi stirbt dadurch auch. Hervorragendes durch Evelyn geholt. Sehr hervorragendes schön. Teamplay da unten. Hervorragend. Und oben, Lee Sin und Garen halten da oben auf jeden Fall die drei auf. Teemo hat den Braten gerochen, geht zurück, wird unten gegenpushen. Allerdings hat jetzt Grün wieder drei Türme und kann wieder Punkte machen. So, Lee Sin kommt jetzt auf die Idee, den vierten Punkt einzunehmen. Jetzt ist eine ganz klare Vormachtstellung und der Teemo stirbt durch den Crit von Evelyn und Gangplank. Und jetzt kommt Singed. Singed denkt sich einfach nur gegen zu pushen. Unten wiederum sehen wir einen Heimer, der da oben unten den Yi schon von vornherein unter Druck setzt und ihn festhält. Es sind natürlich viele Leute down. Ja, Evelyn stirbt. Es tut mir leid, wenn ich auch nicht alles einfange, aber es ist sehr schwer bei Dominion wirklich alle Fokuspunkte, alle wichtigen Spielelemente einzukassieren. Das ist wirklich fast unmöglich, würde ich fast behaupten. Yi macht Backdooring, aber da ist Heimer schon wieder und fängt ihn ab und oben geht schon wieder der Knotenpunkt. Welcher Punkt ist das nochmal? Drill? Nein, Die Windmühle. Windrad. Ja, die Windmühle einzunehmen. Ja, Oh, das war eine sehr schöne Aktion hier von Gangplank. Er hat es geschafft, Lee Sin. An sich ranspringen zu lassen, dadurch ist er natürlich aus der Gefahrenzone raus. Unten ist, war Teemo am Hier macht wieder Backdooring, Heimer kann nicht gegen zwei halten, das heißt, im Endeffekt entweder holt sich Teemo oder holt sich Yi, aber das Team spricht sich gut ab und geht jetzt auf den Yi und wird ihn auf jeden Fall auch bekommen, während der Heimer da unten auf jeden Fall den Teemo vertrieben hat und den Puck gesichert hat. Das war sehr clever von dem Team gespielt, auf jeden Fall. Hier Yi flasht raus. Und da kommt von Heimer, die Granate ist noch nicht im Anschlag. Er hatte gerade Cooldown. Ansonsten wäre er gestorben. Die sind derweil oben gestorben und von Nocturne abgefangen. Was gibt es noch zu berichten? Ja, jetzt kommt der Ping für den Sternhof, wollte ich schon sagen. Drill? Drill, ich weiß nur, wie es auf Englisch heißt. Drill. Ja, Drill. Unten kriegt der Heimer massive Probleme gegen 4, muss sich zurückfallen lassen. Jetzt kommt die Nocturne-Ulti auch noch dazu. Wird der Heimer sterben? Nein, der Heimer kommt da wunderbar weg. Aber er muss jetzt gegen drei engagen mit Evelyn? Wird er das? Ja, er engaged. Ja, da kommt die Granate. Traumhafte Granate. Und ihr seht ihr, wie der Teemo frisst. Der Teemo wird sterben. Er wird sterben. Nein, überlebt er das? Überlebt er das? Man weiß nicht, wenn er einfach eine Granate rauskriegt. Ja, da ist die Granate. Der Singed holt er sich den Singed auch noch. Nein, er lässt den Singed gewähren mit den Leben. Sie holen sich stattdessen den Punkt direkt wieder. Jetzt kommt allerdings der Nocturne. Jetzt muss sich auch der Heimer zurückverlassen. Und der Singed kommt zurück, nachdem er sich Leben geholt hat. Heimer stellt einen Turm, wirft eine Granate. Und da ist der Singed down. So, Stirbt Heimer noch durch das Gift? Stirbt? Nein, er überlebt mit 100 Leben. Mit 100, das ist auf jeden Fall noch nicht knapp. Jetzt hat allerdings Rot wieder 3 Punkte, kann wieder aufholen langsam. Es ist ein unglaublich enges Match zwischen diesen zwei Clans. Ich werde jetzt hier ein bisschen den Lee Sin weiterverfolgen. Wir sehen jetzt oben nämlich wieder engaged und sich den Teemo holt, weil der kommt im Blendfall nicht raus. Das wird hart. Und den holt er sich, aber sowas von souverän. Ohne Energie zu verlieren. Also ohne Leben zu verlieren und mit einem guten Energievorrat noch in der Rückhand gegen Miss Fortune, die jetzt engaged. Und die Miss Fortune kriegt auch noch ihre Packung und der Lee Sin macht das hervorragend. Ja, er hält hervorragend ab, dass der Gangplank weiterhin einnimmt. So, wir haben den Punkt oben, das war elementar wichtig, die müssen jetzt nur noch für einen Moment halten. Wird der Heimer da unten auf jeden Fall gegen Nocturne Probleme kriegt, der sich aber zurückfehlen lässt. Oder nein, er entschließt sich anders, er geht wieder ran. Wobei Nocturne im Clan sein muss, dass er gegen den Heimer nicht viel reißen wird. Jetzt hier allerdings der Yi am Backdown. Der Yi wird dann die Evelyn holen, wird die Evelyn in den Stealth-Mode. Und die Evelyn schafft es in den Stealth-Mode und lockt den Garen da noch mit rein. Währenddessen jetzt der Engage kommt. Es ist an Spannung nicht zu überbieten, Leute. Es ist hier jetzt ein kleines Rumgepoker. Yi geht rein, nein, er geht wieder raus. Oh, und der Yi nimmt ein, das ist ein großer Fehler. Er hielt, jetzt wird er hielt gegen. Jetzt müsste sich das Team zurückfallen lassen, strategischer Rückzug. Das ist auch sehr gut von Team FAC. Unten der Heimer macht auf jeden Fall den Nocturne da unten fertig. Was macht der Nocturne? Der Nocturne sitzt da im Busch. Man weiß nicht genau, was das wird, aber da kriegt er die Granate und das war's dann für ihn. Und da ist vor allem auch das Orakel weg, was natürlich ein großer Vorteil für Evelyn jetzt ist. Evelyn. Und Teemo wird da auseinandergenommen. Die MF wird jetzt gleich auch geschreddert, wenn der Psycho noch überlebt. Und Psycho fällt leider. Und die MF räumt beide ab. Aber der Garen ultiert sie weg. Garen. Kein Problem. So, jetzt sehen wir hier unten Defensive von Evelyn, was mal unkonventionell ist. Eine Evelyn, die deft, aber es ist sehr gefährlich mit einem Heimer, weil der Heimer Türme setzt, Rakete setzt, so wie gerade. Dann frisst der Singed auf jeden Fall schon mal. Und jetzt kommt die Nock-Ulti, wir sehen leider nichts mehr. Das ist wirklich doof. So, der Nocturne dort oben holt sich den Garrett und damit ist der Punkt oben gefallen, das muss man mal sagen. Aber so. Sehr hart. So, der Heimer da unten nervt die beiden Spieler aber zu Tode. Der nervt auf jeden Fall den Singed. Man sieht das ganz klar. Der frisst ganz hart Schaden. Der Heimer macht unglaublich viel Schaden gegenüber ihm, was eigentlich nicht sein dürfte.
Aber er hat bis jetzt halt nur Rüstung und Leben gekauft. Und jetzt Heimer geht in die Offensive. Singe muss sich zurückziehen. Oben der Kampf zieht sich ja noch ein bisschen. Und wird Heimer den holen? Nein, Heimer muss sich gegen MF zurückziehen. Ah, da hätte er eigentlich eine Granate und eine Auto-Attack machen können. Ja, aber die war gar nicht ready. Wenn du gesehen hast, die hat der vorher schon gemacht. Der Singe muss jetzt backporten. Das ist Zeit für Heimer. Das heißt, Singe kann in der Zeit dem ganzen Team nicht helfen. Plus MF kann er auf sich ziehen. Zwei Spieler sind weg. Das heißt, vier Spieler können jetzt von Grün wunderbar initiieren. Das ist Zeit, die Heimer gerade rausschlägt. So, jetzt sieht man da unten den Initiate auf die Botlane. Damit rechnen sie gerade nicht, weil zwei oben sind. Das ist natürlich auch wieder die Quest da, was natürlich essentiell ist. Ja, Questen ist einfach wichtig. Das muss man bei Dominion einfach mal sagen. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, die Quests an sich, aber es macht auch einen Reiz an sich aus. So, der Heimer engaged, wirft Granate, Granate trifft leider nicht. Hier ist jetzt natürlich ein harter Kampf, 4 gegen 4. 5. 4 gegen 5. Gegen 4, weil die Evelyn sich jetzt verpieseln wird. Die Evelyn wird backdoren. Das ist natürlich auch eine gute Idee, denn... Denn ich sind auch. 3 gegen 4 werden sie auch überleben, weil du musst immer überlegen, Heimat auch zwei Türme in der Rückhand. Wenn Heimat, der einfach Ulti anwirft und E, dann ist das Gegnerteam auf 3 Spieler runtergesetzt von dem Damage-Output. So, die Evelyn macht Backdoorn, zieht den Singe damit weg und der Nocturne auch. Wenn der Nocturne jetzt weggeht, dann geht der Lee Sin auf jeden Fall an den Turm. Aber der Nock lässt sich das nicht gefallen und geht auf jeden Fall ran. Jetzt wird die Evelyn, denke ich, hochziehen und den Nock holen, könnte ich mir vorstellen. Oder sie engage gegen den... Oh, auch schöne Idee. Der Singe wird auf jeden Fall abgehalten, davon weiter einzunehmen. Und wiederum sehen wir, wie Nocturne wurde oben gepawnt von Lee Sin. Was ist kritisch, weil er musste eigentlich diesen Punkt halten. Dadurch, dass der Lee Sin da jetzt angenommen hat, haben sie wieder 3 Punkte und sind wieder in der Vorteilposition. Aber Lee Sin hat das richtig gut gemacht, denn er hat kaum Leben verloren. Ja, das muss man sehr, sehr sagen. Also Lee Sin gefällt mir wirklich außerordentlich. So, jetzt sehen wir da einen Minion-Push, der eigentlich ein bisschen fragwürdig ist. Da hat das grüne Team ein bisschen geschlafen, weil jetzt werden keine Punkte gemacht. Genau. Das muss man auch mal ganz klar sagen. So, Evelyn ist weiter am Backdoor. Heimer nervt die Gegner mit den Türmen, man sieht das ganz klar mit Granaten. Der hält da 3 Mann auf. Eigentlich sind Chillax und Spezihunter gerade ein bisschen unnötig, weil der macht da alleine Action. So, hier kommt jetzt die Ulti, wohin? Oh, nach Top. Wow, der Lee Sin ist weg. Aber die sind beide Lowlife und jetzt kommt die Evelyn. Und die Evelyn wird Aua machen. So. Timo ist sogar schon gestorben. Aber die Evelyn beschließt sich da auf Leben zu holen und dann den Punkt anzunehmen, denke ich. Ja, das macht sie. Und unten sehen wir jetzt gleich wieder ein Engage, denke ich. Der Heimer macht sich ready, hat 2 Türme auf jeden Fall in der Rückhand. Spezi nimmt den Punkt ein, lässt sich anhitten. Chillax steht dann rum. Ich glaube, das ist ein Disconnect. Kann das angehen? Ja. Garen hat einen Disconnect. Und da wird Heimer nicht lange deffen können, wenn er hier das merkt. Das wird auf jeden Fall ein Kill sein, denke ich. Weil gegen 3 wird er nicht deffen können. Da kommt auch schon der Ping von Heimer. Heimer pingt wie verrückt. So, Heimer wird Heimer würde gegen 3 wohl halten auf der Lane. Aber wenn Garen da AFK ist, kann er den nicht deffen. Das kann er einfach nicht machen. Und da krallen sie sich hin und Heimer muss leider zurückziehen. Und da kommt auch tatsächliche Bestätigung. Er hat das Spiel verlassen. Disconnect 4 gegen 5. Sehr scheiße gerade. Es sieht gerade sehr gut für Rot aus. 4 gegen 5 ist auf Dominion ein unglaublicher Vorteil. Unhaltbar eigentlich. Aber Heimer hält hier gerade alleine 2 auf und die Evelyn staubt dann ab. Ja, hervorragend. Auch von der Evelyn. Heimer. Hervorragend von beiden gemacht. Gutes Zusammenspiel der Hintermannschaft hier auf jeden Fall. So, dann hat man hier einen Lee Sin, der wieder backdoort und sich gleich dem Yi stellen muss. Der Yi hat Ghost an. Lee Sin wird sich zurückfallen lassen. Wird er engagen? Wird er engagen? Es stellt sich das die Frage. Er hat auf jeden Fall mehr Leben an sich als Yi. Und jetzt stellt sich die Frage, ob man mit Damage Output hat und ob man es riskieren kann. Hier hat Phantom Dancer und Blutklinge. So, hier unten sehen wir Action. Lee Sin, hier Nocturne engaged gegen Heimer. Heimer hat aber kaum Mana noch, weil er die ganze Zeit sich aufreiben muss, um diese Lane zu halten. Er portet back. Evelyn, wird das reichen mit dem Teleport? Oh, das reicht, das war knapp, das war gut kalkuliert. Beide kommen raus. Jetzt werden sie unten gegenpushen, neu ordnen. Natürlich gefährlich, denn theoretisch hätte das rote Team hier sich sammeln müssen und 2 Kills machen können und dann durchpushen können. Das wäre es gewesen. Und vor allem hätten sie dann halt einfach die Quest gehabt. Das, richtig. Aber das schaffen sie jetzt nicht. Und jetzt ist Heimer auch schon längst wieder da. Das war einfach ein Fehler von dem Singed. So, der Teemo geht in den Busch und der frisst einfach mal einen Turret direkt vors Gesicht. Top ist Party angesagt. Ja. Doch nicht. Nein, doch, jetzt kommt der Engage, der Gangplank initiiert und dann frisst die MF, aber Halleluja. So, der Turm setzt drauf, das ist weniger schön. Geht rein. Oh, Gangplank, das ist knapp kalkuliert, was der Gangplank da macht.
Und was der Garen da macht, das ist unglaublich knapp. Die MF wird das vielleicht sogar halten können. Aber da kommt Lee Sin. Lee Sin schirmt sie ab, damit Nocturne nicht mehr engagen kann. Nocturne wird nicht mehr rechtzeitig kommen. Und jetzt sind da drei Mann. Selbst wenn die nur noch wenig Leben haben, Nocturne wird sie wahrscheinlich nicht alle bekommen. Das wird auf jeden Fall... Aber er kann den Punkt halten, höchstwahrscheinlich. Ja, das weil keiner von denen genug Leben hat, um gegen Nocturne zu engagen. Das ist das Problem. Jetzt wird Evelynn mit Heimer Druck machen auf den Teemo. Jetzt kommt die Nock-Ulti. Der Nocturne holt sie sich jetzt der Reihe nach. Wird er Lee Sin dagegen halten? Der Fokus ist Garen. Hätte er Garen gefokust, hätte er alle drei geholt. Hat er aber nicht gemacht. Und so wird er sich jetzt abstauben. Und er war exhausted. So, und unten sehen wir gerade einen harten Fight. Heimer kommt gerade noch raus. Ich muss das kurz unterbrechen, tut mir leid. So, wir sehen da unten jetzt Heimer. Heimer, wie er versucht, gegen drei zu halten mit Evelynn, mit wenig Leben. Und er schmeißt die Ulti an und oh, kriegt er sie noch! Alleine! Wird der Heimer da alleine Kills holen? Oh, das ist kritisch. Die müssen sich zurückziehen. Heimer wirft Granaten und... Oh, Heimer, guckt euch die Leben an, was da Heimer da alles wegreißt. Drei Mann. Und die Evelynn schaut nur zu. Drei Mann müssen sich wegen Heimer zurückziehen. So, oben wiederum. Schöne Ulti von Gameplay. Hervorragende Ulti. Das hat Lee Sin gerade das Leben gerettet. Singed ist jetzt natürlich genauso down. Oh, schöner Skillshot und... Oh, Lee Sin, das war schön. Das war richtig lucky, aber es war trotzdem schön. Das war par excellence. Und Nocturne gegen Spezi und das wird kritisch. Jetzt vierter ihn. Jetzt wird kritisch. Oh, und der Lee Sin hat da geschlafen. Er hatte zwar wenig Leben, aber hätte er ihm eine mitgegeben, wäre Nocturne gestorben. Und so kann der Nocturne ohne Probleme einnehmen. Das Essen von Gangplank, ich weiß gar nicht, wie es heißt, war zu früh gesetzt, denn... Er war noch nicht gefeiert, hat es aber gegessen. So, Heimer hat sich im Leben geholt, damit er sich auf der... Heimer ist noch nicht back gewesen. Heimer hält die ganze Zeit mit dieser Lebensleiste und hielt sich langsam an den Punkten hoch, wie ihr seht. Während die Evelynn immer wieder ins Stealth geht und sich dadurch reckt. Zu zweit halten die da das ganze Team auf. Das ist hervorragende Dev-Arbeit, muss man sagen. Auch von der Evelynn. Die Evelynn macht das richtig geschickt. Und das ist eine richtig gute Lane-Kombi. Kann ich nur empfehlen, wie sich hier andeutet. Für Dominion. So, jetzt wird gepinkt, unten den Punkt einzunehmen und oben wird auf jeden Fall gedefft werden. Hoffentlich kann der Garen da ein bisschen Action auf sich ziehen und ein bisschen Zeit verursachen. So, der Heimer geht aus der Rückhand jetzt auch noch da rein. Jetzt wird initiiert von dem Gangplank, von dem... Oh, wow, 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 und da kommt die Granate und da ist der Kill drin. So, zu viert werden die den Punkt ganz schnell einnehmen. Gutes Spiel. Jetzt kommt der Singed. Der Singed frisst die Granate plus die Ulti von Heimer. Zwei Türme von Heimer und der Singed kommt nicht mehr in Reichweite, da irgendwas zu reißen. Da kommt jetzt aber der Nocturne. Der Nocturne wird, denke ich, den Heimer holen. Oh, der Heimer kommt noch raus. Wird er das gemacht? Aber Evelynn nicht. Ja, aber Psycho lenkt sie alle auf sich. Lee Sin holt sie beide. Jetzt kommt Spezi zurück und krittet ihn weg. Hervorragender Arm. Während der Garen zieht da oben die Aggression auf sich. Der Hauptdamage-Dealer, nämlich MF. MF ist da oben höchst abgelenkt von einem Garen, der eigentlich nur zum Ablenken da ist. Und jetzt wird da unten aber gerockt und der Teemo kommt noch raus. Gerade noch. Ah, das war ein der Kick war schade. Ja, wäre der ein bisschen anders gesetzt gewesen, dann wäre es das gewesen. So, Psycho nimmt sich das Leben, jetzt ist Heimer da ein bisschen aufgeschmissen, weil der Lee Sin sich das Leben geholt hat und jetzt backportet. Er hätte auch einfach so backporten können und dem Heimer das Leben geben können, das war ein Fehler. So, der Heimer kriegt jetzt allerdings Probleme, er wird geslowt, kommt dann noch zum Leben und der kommt da dann noch raus. Der Heimer verarscht, sie seht ihr das? Und der Heimer rennt im Kreis. Er rennt im Kreis und jetzt läuft eine 8. Und der Heimer kitet alles weg. Alle folgen Heimer und keiner kriegt ihn. Hervorragend das Team abgelenkt. Alles läuft irgendwo rum, aber nimmt keine Punkte ein. Währenddessen das halbe Team Opfer. Es steht inzwischen wieder 3-2, was natürlich unschön ist. Obwohl Blau eigentlich, Blau sage ich schon, ja, Grün, Blau. Hier ziemlich dominant war immer. Ja, aber Rot kann man mal so sagen. Der Heimer muss jetzt backporten, er muss einfach backporten, weil er hat unglaublich viel Geld schon angesammelt und kauft sich jetzt auch Sonjas, damit kann er unglaublich viel Zeit scheffeln. Könntest du mal die Builds angucken, der Teemo geht auf Angriffstempo und Lauftempo auf jeden Fall. Oben kommt die Nock-Ulti, die allerdings vergebene Mühe war gegen 4. Auf jeden Fall. Vor allem 4, die so nah zusammenstehen. Richtig, und vor allen Dingen 4, die so einen Schaden aufbauen. Es reicht schon ein Gangplank und ein Lee Sin. Das ist schon absolut totbringend. Die macht Backdown. Es könnte sich auszahlen. Der Heimer überlegt noch, ob er weggeht. Der Heimer überlegt noch. Geht er weg? Ja, sieht so aus, als würde er weggehen. Ja, der Heimer geht weg. Oh. Aber er dreht wieder um. Ja, jetzt die haben sich wohl abgesprochen. Jetzt initiieren die anderen. Sehr gute Absprache, weil der Heimer jetzt gegen den Teemo halten kann. Und der Lee Sin macht das hervorragend. Großartiges Spiel. Obwohl ich persönlich finde, Lee Sin gehört in den Jungle, aber auf Dominion ist es natürlich auch
was Gutes. Ein hervorragender Champ. Oben wird derweil der Punkt eingenommen. Da hat Gangplank schlecht die Ulti gesetzt, muss man mal sagen. So. Speziehund derweil unten aber sehr gut ablenkt. Er lenkt hervorragend ab. Er zieht die totale Aggression auf sich, sodass Heimer da agieren kann und die Gegner totschwemmen kann. Und oh, da hat er... Heimer! Oh, hervorragend, wie er niederkitet. Er wird sterben, aber er wird auf jeden Fall noch ein bisschen Aggression auf sich ziehen und die Gegner aufhalten. So, dass Gangplank sich jetzt das Leben holen kann. Wird er sich das Leben holen? Nein, Gangplank initiiert direkt. Aber sie haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit gewonnen. Nämlich sind jetzt beide halbes Leben. Teemo regeneriert sich zwar, aber sind beide halbes Leben. Das bedeutet, sie werden den Punkt nicht ohne weiteres einnehmen können gegenüber Gangplank. Und die sind der ja auch noch da gleich da ist. Gangplank wird jetzt auch wieder, Gangplank wird jetzt die Gegner auch wieder kiten und abhalten. Leider stirbt er bei der Aktion. Aber jetzt kommt das Dreiergespann da wieder. Evelyn plus Heimer ist eh schon ein sehr eingespieltes Team, sieht man da hier schon. Das hat sich schon rauskristallisiert, dass es sehr gut ist. Aber jetzt haben die 4 Punkte. Jetzt ist Rot sehr am Drücker, also Team FAC. Yi wird jetzt durch die Gegend geschmissen und Yi von Heimer abgeräumt. Auf jeden Fall. Heimer stirbt allerdings bei der Aktion wieder, aber er reißt Gegner mit. Teemo ist fast tot und... Das finde ich immer schade. Ich finde, Teemo muss man einfach rausnehmen, auf Dominion zumindest. Und vor allem, wenn man Champs wie Evelyn und Lee Sin dabei hat. Also man muss sagen, das war ein Auswahlmodus-Spiel und Jax wurde gebannt. Okay. Weil Jax... Nein, ich meinte gerade eben im Fight. Ich weiß, aber es gibt Champs, die auf Dominion noch nicht ausbalanciert seid. Wenn ihr einen einfachen Sieg wollt und ihr spielt ohne Auswahlmodus, nehmt Jax. Weil ansonsten habt ihr verloren, weil das Gegenüber dann Jax nimmt. So, Rot kommt extrem nah noch ran. Jetzt muss Grün sich eine Taktik überlegen. Ein bisschen haben sie noch in der Rückhand. Ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Lee Sin ist gerade dabei, Bett zu dornen. Aber da war gerade eben Yi. Der ist auf jeden Fall in Range. Also jetzt kommt Heimer. Heimer wird Aggression aufbauen. Heimer initiiert. Geht direkt rein in den Mann. Türme in der Rückhand. Und jetzt muss Spezi den Schaden aufbauen. Jetzt wird gebackdoort an zwei Stellen. Das ist riskant. Ja, das ist riskant, aber das müssen sie machen. Weil ansonsten stehen sie vor der Niederlage. Nocturne oben gegen Lee Sin. Lee Sin kommt allerdings raus. Kein Problem. So, Da ist auch Timo. Und da nimmt der Gangplank und der Heimer nehmen da zusammen den Zinsch auseinander, nehmen den Punkt ein, dann haben sie wieder 2 Punkte, verlieren nicht mehr so rasant Leben. Währenddessen wird ein Punkt neutralisiert, das heißt dann im Klartext, es ist Gleichstand. Und bei einem Stand von 79 zu 61, meine Damen und Herren. So, der Lee Sin wird jetzt versuchen, den Punkt noch schnell einzunehmen, wird er das schaffen? Nein, er muss schnell raus. Oh, und da wird er als Märtyrer gemeuchelt. Aber der Heimer hält jetzt die Gegner davon an, diesen Punkt einzunehmen, weil das wäre jetzt der Genickbruch für das Team, wenn dieser Punkt eingenommen würde. Währenddessen versucht Garen da oben Druck aufzubauen, verzweifelten Akt gegen MF. So, alle rechnen nicht mit der Evelyn, die hier auch den Teemo hervorragend herausfokust, der allerdings überleben wird, so wie es ausschaut. Heimer holt sich schnell Leben, weil er fast unter 500 Leben war. So, Evelyn jetzt sehen wir da ein Engage von Teemo und Teemo stirbt. Was für eine Granate. Was für eine Granate. Als hätte er gewusst, wo er stehen würde. So. Heimer wird jetzt wieder engage, denke ich, mit einer Granate. Und da holt er den nächsten. Oh, das könnte jetzt elementar wichtig sein an dieser Stelle. Das könnte jetzt wirklich der elementare Kill gewesen sein, weil jetzt können wir diesen Punkt nicht mehr einnehmen, weil ansonsten wären es 4 gewesen, wenn der Heimer nicht die 2 getötet hätte. Am Drill ist jetzt natürlich... hier Party angesagt, sie haben gebackt dort zu zweit, was sehr viel effektiver ist natürlich. Natürlich, zu zweit ist es auf jeden Fall schwieriger aufzuhalten, weil man kann nicht 4 Leute abstellen, wenn man dann doppelt. Wenn man aufhalten will, muss man doppeln. Effektiv. Genau, und Lee Sin hat oben freien Zugriff. So, jetzt kommt derweil aber ein Vasallenpush gleichzeitig. Das kommt den Grünen natürlich überhaupt nicht ins Gelege, während Chillax und Helo versuchen, die Gegner da aufzuhalten. Das ist gerade richtig kontraproduktiv. Oh. Der Cinch wiederum versucht zu pushen, rennt aber gegen einen Turm, den Heimer da in der Ecke versteckt hat. Und Heimer wird... Oh, den holt er sich fast noch. Das ist gerade ganz knapp. Wenn der Gangplank diesen Punkt annimmt, dann werden sie noch Punkte machen. Jetzt hat Grün 3 Punkte. Wenn der Gangplank das macht, und das wird er machen. Genau, da ist niemand auch nur annähernd in Range, um da hinzukommen. Nicht mal mit Noct-Ulti. Ja, richtig. Und da ist es auch gecaptured. So, und jetzt müssen sie diese Punkte halten. Das ist jetzt elementar wichtig. Unten wird der Cinch pushen, was geht. Der Cinch wird hier initiieren, was geht. Der Heimer macht da Agro-Action. Oben wird der bei gedefft bis zum Exzess. Der Noct initiiert mit Ulti. Der initiiert mit Ulti. Wird Lee Sin das sogar noch schaffen? Schafft Lee Sin das womöglich noch? Nein, jetzt sind sie am Einnehmen. Nein. Heimer. Lee Sin kann natürlich gegen einen Glenk. Blendpfeil von Teemo kann er da natürlich nicht die machen. Die Botlane ist auf jeden Fall abgesichert. Heimer hat da keinerlei Probleme gegen den Cinch. Oben geht derweil die Action ab, weil der Punkt eingenommen werden wird.
Das wird ganz, ganz knapp. Ganz, 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 ganz knapp. Heimer wird da unten keine Probleme haben. Jetzt wird die Backdoor. Jetzt wird es kritisch für das rote Team. Wenn die rote, das rote Team diesen Punkt noch einnimmt, dann ist es gelaufen. So. Jetzt ist gerade wieder ein Moment Stille. Jetzt wird gleich gegen Yi initiiert. Und der Yi flasht raus. Derweil war das recht clever, weil sie haben 3 Punkte. Sie können es sich momentan erlauben. So, Kiten muss auch sein auf Dominion. Yep. Da muss man dann auch mal mit halbem Leben die ganze Zeit durch die Karte stratzen. Jetzt sieht man, wie das Team auf jeden Fall Backdown will, geschlossen. Wie der Gangplank aber auch rumläuft, um aufzuhalten. So, jetzt sind sie ein bisschen unentschlossen, weil es nur noch 15 Punkte sind und 59. Es ist unglaublich knapp. Der Garen versucht da Zeit zu gewinnen. Schafft es auch. Er schafft es auch. Er zieht die Aggression auf sich. Jetzt müsste die Evelyn nur abstauben schnell. Und oh! Das war zu langsam von der Evelyn. Jetzt wurde da sogar noch ein Kill rausgeschlagen. So. Oh. Der Heimer, der Heimer baut derweil unten Druck auf, was sehr interessant ist. Will er wohl den Punkt annehmen? Der Cinch versucht jetzt den Heimer zu holen. Heimer flasht raus, hervorragend. Der Turm macht derweil den Schaden und er kitet auf jeden Fall sehr den Cinch da weg, dass der Cinch nicht auf die Idee kommt, Punkte einzunehmen, weil der Heimer ansonsten, wenn der Cinch tatsächlich auf die Idee käme, zu einzunehmen, würde der Heimer dem nicht viel entgegensetzen können, weil der einfach zu viel Magieresistenzen hat. Und mit der Punkt eingenommen, wenn der Punkt eingenommen ist und wenn der hält, dann könnte es das gewesen sein. Oben war gerade eben noch Party gegen Timo. 13! Jetzt müssen sie nur diesen Punkt halten. Nocturne wird engagen. Wo wird Nocturne engagen? Gegen Heimer. Heimer. Cinch macht einen letzten Vorstoß. Heimer hat seine Ulti an. Wird er den Cinch holen? Jetzt kommt... Oh, jetzt kommt die Ulti. Jetzt kommt auch noch Nocturne. Nocturne versucht Heimer noch aufzuhalten in irgendeiner Aktion. Heimer blitzt in Nocturne rein und holt ihn. Puh. Oh, ja, da holt der Tower. Das war der Genickbruch. Hätte er noch jetzt diesen Fight gewonnen, wäre es noch gedreht gewesen. Aber so war es das. Ich danke fürs Zuschauen. Es war ein wirklich unglaublich spannendes Match. Hast du noch irgendwelche Worte, Fred? Ja, ich muss sagen, MF hat das eigentlich blöd gemacht, weil sie oben die ganze Zeit am Tower standen und dadurch immer nur 4 gegen 5 war. Aber ansonsten richtig knapp. War spannend, auf jeden Fall. War aber auch, man muss sagen, von Team FHC, also von den Roten, von euch, war das ein hervorragendes Match auch. Es lief richtig schön zurückgekommen, auf jeden Fall. Es lief auf jeden Fall aber auch darauf hinaus, dass 2 Leute Disconnect hatten. Also es war auf beiden Seiten jeweils ein gleich langer Disconnect zu gleichen relevanten Stellen. Also da war keinerlei Spielbevorzugung, fand ich zumindest. Weil der Garen war auch sehr dumm weg auf einmal, als der Punkt angegriffen wurde. Das war sehr ungünstig. Ja, finde ich auch. So. Oh. Alter, kleine Geschwister. Genau, und... ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den kommentierten Matches. Mein Name ist Lenio und das war Fred. Ja, der gerade seine Tür schon halten Ich musste. Danke auch an Chakratos und Tim Boras für das erste Match. Goddammit. Genau, und würde mich dann jetzt empfehlen und hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Leben, schönen Puffbesuch, wie auch immer. Euer Lenio und Fred und Chakratos und Tim Boras. Over and out. Over and out. Heißt, das geht immer noch nicht... Oder wie du das gemacht hast. Oh.